Moin, moin, Leute, willkommen zurück bei Hörnchen spielt und bei Mafia 2. Guck mal, hier steht was am Herd. Nee, Wasserhahn aufdrehen. Ja, lecker die Küche. Sieht ja schlimmer aus wie bei mir. Ekelhaft. So, weiter geht's. Wir sollen irgendwie in Freddy's Bar. Wir haben einen neuen Job. Das hat uns ja der gute Joe gerade am Telefon erzählt. Und das werden wir tun. Ab in die Lederjacke mit Hose. Tür lassen wir einfach mal offen. Ist hier eh keine Sau, läuft ja kein Mensch rum, außer die Putzolle. Was haben wir da? Gehen da ab. Zwei Penner und ein Hund. Ein betrunkener Penner und ein Hund. Okay. Oh mein Gott. Schön, solche random Sachen mitzuerleben. Ich habe sonst immer nur den Hund gehört. Ich habe das noch nie vorher gesehen. Sehr, sehr geil. Wir wollten so das Auto klauen, unser das kaputt ist, ne? Wir machen das doch mal. Ja, wird Freddy's Spaß. Was wird? Extrablatt! Ostküste noch wochenlang im Dauerfrost! Ah, okay. Wir sind noch wochenlang im Dauerfrost, haben die gerade gesagt. Das ist natürlich nicht gut. Die Stadt vor. Gestern noch so irgendein geiles Auto rum. Ah ja, ein gutes Auto. Nein, ich muss kein Laster fahren. Da hinten sind die Bullen, dann laufe ich halt einen Meter weiter. Was ist mit dem hier? Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Naja, okay, das sieht verdammt hässlich aus. Ein Taxi? Oh Gott, was ist mit meiner Stimme los, ey? Los, rauchen Sie schon wieder Weed, alte Frau? Ja, egal. Nochmal vernünftig aussehende Karre, es gibt ja nicht, ja, dann hat die Schloss knacken. Ah, leck mich doch. Ja, okay, komm, ja, komm. Autodiebstahl im Gange, rühr dich nicht von Zweck. Ja, buh? Ich kann mich auch einbuchten lassen, dann passiert eigentlich gar nichts. Kleine oder? Geschichte vergessen. Danke für den Beitrag zu meiner Altersvorsorge. Ach so, nee. Jetzt haben wir 100 Euro weniger. Jetzt kann man das Auto nicht schon wieder knacken. Das gibt's doch nicht. Verpisst euch, Bullen. Wieso fahren die genau in dem Moment hier vorbei, wenn ich. Oh Gott. Ja, das passiert übrigens. Ups, die Uhr vergessen. Das passiert übrigens, wenn man versucht, so ein Auto zu knacken und die Bullen direkt neben dir langfahren. Ja, da siehst du euch. Los weiter. Da ist doch schon Freddy's Bar. Und da hinten steht auch ein Auto. Und da sind schon wieder überall Bullen. Oh, das ist ätzend. Na ja, dann gehen wir erstmal rein. Gucken, wo Joe rumsitzt. Es gehen mich seine beschissenen Probleme. Ach da, okay. Wen haben wir denn da? Was ist mit dir los? Den ganzen Tag im Bett gelegen, hä, Alter? Hey, nach dem letzten Job habe ich wohl eine kleine Auszeit verdient, oder? Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Kaffee. Kaffee. Ja, Kaffee ist aber wenn Alberto davon Wind bekommt, dann gibt's Ärger. Dann ist die Kacke am Dampfen. Das kannst du mir glauben. Hab gehört, ist wohl nicht allzu gut gelaufen gestern Nacht, hä? Hey, das war nicht meine Schuld. Kann vorkommen. Ruhe bleiben, Leute. Ist eben eine hochriskante Branche. Wem's nicht passt, der kann sich ja für ein Trinkgeld in den Docks abrackern. Sorry, Henry, wollte nur ein bisschen kitzeln. Also, was ist mit heute Abend? Läuft das noch, was wir gestern besprochen haben? Nur zwei Monate. Werden wir gleich sehen. Das sind zwei verfluchte Monate zu viel. Es reicht. Ich will mein Geld. Himmelarsch! Bin ich von der Wohlfahrt oder was? Tu's! Jetzt! Wer war das? Jemand, den du erstmal nicht kennen musst. Passt auf, da hat sich ein Typ Geld vom Boss geliehen, um einen Juwelierladen aufzumachen, zahlt aber nicht schnell genug zurück. Wir treiben die fällige Rate heute Nacht ein. In Juwelen. Plus, einer kleinen Aufwandsentschädigung. Joe, erklär ihm alles. Der Juwelierladen ist im Einkaufszentrum in der Stadtmitte. Er ist nachts unbewacht. Wir knacken einfach das Schloss und spazieren gemütlich rein. Wenn's so einfach wäre. Es ist so einfach. Wieso muss bei dir immer alles so scheiß kompliziert sein? Kannst doch kaum eine scheiß Glühbirne rein. Hey, keine Panik, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe Arbeitsklamotten von der Telefongesellschaft aufgetrieben. Wir geben uns als Monteure aus. Na gut, von mir aus. Ja, den Arsch nehmen wir aus wie nichts. Wir warten nur, bis es dunkel geworden ist. Okay, nächster Job. 6 Stunden später, die haben wir alle im Café verbracht und Kaffee gesoffen. Jetzt müssen wir nur ein Auto finden. Nehmen wir doch. Oh Gott, es ist weg. Wollt ihr mich denn verarschen?
Das ist ein Taxi, der hinten steht, eine Karre. Wahrscheinlich warum genau dann wie die Bullen im Eck. Steht ihr hinten in keins? Nein, natürlich nicht. So, wir müssen uns also einen Juwelierladen überfallen. Ja, das ist auch schon irgendwo ein Kopf. Oder geht weg, das ist schon mal sehr gut. Ach ja, wie war das? E. Wo steht denn neben uns? Und ein Taxi. Das interessiert ihn noch überhaupt nicht, dass wir hier in Schuhwelt 38 klauen. Gut, mir soll es recht sein. Hi, wie ist es am Hafen gelaufen? Meinst du mit Eric? Ja, der ist eine Nummer, was? Hat er dir einen Job gegeben? Ich musste ein paar Jungs in die Mangel nehmen, war aber nur Kleinschiss. Er quetscht das Letzte aus den Dockarbeitern raus, wie damals bei meinem Alten. Naja, er hat dich nicht gezwungen, für ihn zu arbeiten, oder? Aber meine Ma. Hör auf zu jammern und halt dir Derek warm. Der hat noch bessere Jobs, als Werftratten in die Mangel zu nehmen. Werftratten ist auch ein sehr guter Ausdruck für Dockarbeiter. Ach ja, ich hab's gerade schon wieder vergessen. Oh Gott, ey. Ich will dieses Radio nicht ausschalten. Das ist so gute Musik. Ja, mach ich aber, weil ich habe keinen Bock auf Stress mit Copyright-Verletzungen hier und dort und ja, bla bla. Bei Musik ist das ja immer so eine, so eine andere Geschichte noch. Ja, bisher ist es nichts Großes gewesen, sage ich einfach mal so. Es ist wirklich nur so Copyright-Treffer und so ein Scheiß gewesen. Allerdings kann es auch mal vorkommen, dass wirklich was von einer GEMA dabei ist und dann ist das Video gleich wieder gesperrt. Durchaus möglich, weil da sind viele bekannte Songs drauf. Weiß nicht, ob da eines von den GEMA ist, das habe ich keine Ahnung. Da bin ich so nicht drin. Allerdings gab es halt schon von mehreren Firmen als Copyright-Treffer, von daher. Hast du nicht gesehen, dass rot war? Ja, Schnauze, Joe, Alter. Ich bin auf der Flucht. Nee, wir sind auf Weg einzukaufen. Und zwar hier. Miep. So, dann gucken wir mal. Machen wir den Bruch hier. Und zwar zack und grün. Hey, guck mal, hier wurde jetzt offen um die Zeit. Sölle. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät. Hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, klar. Was ihr auf habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier, Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ach, Scheiße! Leg los, dich am kommt Arsch. Nichts wie raus hier. Oh Gott. So, los geht's. Wir laufen einmal quer durchs Einkaufszentrum und lassen uns hoffentlich nicht vor den Bullen kascheln. Das wäre nämlich eine sehr, sehr gute Idee. Schleunigst hier raus. Was zum Teufel wartet ihr? Sagt alles ein, Jungs. Okay. Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Bullen. Ja, los doch. Nicht viel raus hier. Ich versuch's ja. Verdammt, die Bullen. Bitte hol auf. Die Entdeckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Alter, was ist denn los? Hab ich keine Waffe ausgewählt? Oder? Okay. Komm schon, du Scheißdreck, geh auf. Keine Pistole? Okay, natürlich. Komm, Vito, verschwinden wir. Ja, von der Tür weggehen. Los, auf geht's. Auf zum Dach. Keine Bewegung, Polizei! Ihr sitzt fest. Machen wir gar nicht. Wir sitzen nicht fest. Wir sind auf der Flucht zum Dach. Wohin wir dann wollen? Runterspringen wäre aber keine gute Idee, oder? So, fünftes Stockwerk. Scheiße! Okay. Joe? Scheiße, wieder eine Sackgasse! Ist das auch
Okay. Ja, Joel, dreh die Tür einfach ein oder machst du kaputt. Was machst du da? Was hängt denn da? Die Verfassung? Nee, irgendein. Dings. Die Verfassung. Der kommt. Wir müssen da lang, das ist unser einziges Haus. Okay. Auf geht's. Nachladen raus hier. Wo ist er denn? Wo ist denn Joel? Ciao! Komm schon, Vito, beweg deine Arme! Scheiße, ja, ich erinnere mich. Bist du wahnsinnig? Da ist alles vereist, ein Ausrutsch und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du den Knast? Immer in die Weichteile. Hup, fall runter da. Naja. Komm schon! Oh Gott. Ja. Nee, ich runtergucken. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Hör auf, zu schießen, Alter. Hey, sei vorsichtig. Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Huh. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen. Langsam wird Zeit, dass wir hier zur Straße kommen, ey. Die Bullen gehen mir tierisch auf den Piss. Verdammt, die Bullen! Keine Bewegung! Polizei! Ja. Ihr sitzt fest! Oh Mann, schon wieder. Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. Hör auf, mich mit deiner Schrotflinte abzuschießen. Ich mag das. Wow. Wow, 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 Video, komm mal klar. Beruhig dich mal. Dann halt mal ein gezielter Schuss in den Kopf. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, ich hab fast keine Muni mehr. 7 Schuss. Wow. Schießen? Wo ist er? Ich hab's gleich. Halt sie doch ein bisschen in Schach. Ja, ja, bleib locker. Den noch einen mit und der noch einen mit. Und Gott, ja, statt mir zu helfen, weil er steht hier drin und wartet. Na los, mit Gas. Hey, du Schwachkopf, wie lange dauert das? Glaubt uns ja nie im Leben. Diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. Ja, ich hoffe, dass er uns glaubt. Ich habe keine Lust, mich mit Händen reinzulegen. Ja, er kennt wahrscheinlich ein, zwei Freunde, die. Ich das ist dich, Bulle! Ja, endlich! Die ihre sind eigentlich spürt. Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Ja, klar. Und ich muss... Okay, wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. Ja, das werden wir rausfinden, und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, er hat jetzt hier gespeichert. Ja, der speichert hat. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Tschüss.